Die folgende Sequenz ist ein Auszug aus dem Online-Training Next Level Project Skills. Um den kompletten Kurs zu kaufen, gehst du einfach auf www.pm-botschaft.com. Vielen Dank. Und wenn du jetzt entweder wieder zurück bist, nach Pause klicken oder du hast das schon erledigt, dann möchte ich dir noch etwas mitgeben, und zwar eine Checkliste dahingehend, was du noch berücksichtigen möchtest, sozusagen Tipps von mir an dich zur Interpretation und Einordnung dessen, was wir aus der Stacy-Matrix herauslesen können. Und die Checkliste sind sozusagen diese 6 Punkte auf der rechten Seite, die helfen dir jetzt, dein Ergebnis aus der Transferübung ins rechte Licht zu rücken. Und zwar dahingehend, gehen wir es mal durch, Verhältnismäßigkeit. Du wirst festgestellt haben, als du versucht hast, die Anforderungen einzuordnen, das Projekt einzuordnen, dass manche Anforderungen sehr einfach sind, wohingegen andere Anforderungen wiederum heute noch fuzzy, unklar sind und auch nicht klar ist, wie ihr das eigentlich macht, sodass die Anforderungen, das Projekt irgendwie so über den Grid verteilt sein könnte. Und das ist, was ich mit Verhältnismäßigkeit meine, check für dich mal, ob und wie viele diese Anforderungen tatsächlich außerhalb des einfachen Bereichs unten links sind und ob deswegen, weil da 3, 4, 5 Dinge sind, die noch unklar sind, wirklich Scrum oder Kanban oder sehr agile Frameworks das richtige Mittel zum Zweck sind oder ob es Sinn macht, einfach noch ein bisschen mehr Zeit zu investieren in eine Auftragsklärung, diese Anforderungen zu thematisieren, dort einen Konsens zu entwickeln, Klarheit zu entwickeln und auch schon erste Ideen und Lösungsansätze, um das Ganze weiter nach unten links zu bringen. Wenn das am Anfang möglich ist und diese Fragen beantwortet werden können, super, dann tu dir den Gefallen. Agile Frameworks sind kein Mittel zum Zweck, um zu sagen, dann kann ich ja die frühe Phase einfach überspringen, stell die Fragen gar nicht und wir werden das schon im Projektverlauf sehen. Das ist ein Irrglaube. Fragen, die du jetzt schon beantworten kannst, könntest, versuch sie zu beantworten und ein solides Fundament hinzustellen, auf dem dann eure Arbeit fußt. Sonst dreht ihr unnötige Schleifen. Ganz klar, wenn diese Anforderungen unklar bleiben, dann verrückt auch hier niemand das X. Verrücken ist auch ein gutes Thema. Behaltet euch vor, da sind wir beim Punkt Variabilität, dass gegebenenfalls über den Projektverlauf dein Ansatz variiert, dass ihr immer mehr Klarheit gewinnt und es durchaus Sinn macht, jetzt in ein klassisches Projektmanagement zu switchen, wo ihr vorher sehr agil im Scrum gearbeitet habt. Was das im Detail ist, schauen wir uns ja jetzt in diesem Modul an. Und wenn ihr feststellt, eigentlich ist alles einfach außer, dann macht es womöglich Sinn, Subprojekte zu definieren, so als Art Spin-off und zu sagen, dieses Subprojekt fahren wir jetzt agil und den Rest klassisch. Wir haben einen Meilensteinplan und haben Forecasts und eine Ressourcenplanung sehr ausführlich. Deterministisch gehen wir das Gesamtprojekt an. Nur diesen Teil zum Beispiel. Hier muss ein Stück Software entwickelt werden, was dann in die Hardware integriert wird. Das könnt ihr natürlich zu einem Subprojekt machen. Kannst du zu einem Subprojekt deklarieren und sagen, das arbeitet dieses Team an diesem Subprojekt, arbeitet im Scrum sehr viel agiler, während das Gesamtprojekt klassisch traditionell fällt. Wo du immer ein Auge drauf haben solltest, ist im Projektverlauf, wenn sich Änderungen ergeben, und zwar ganz spezifisch Änderungen im Scope, das heißt im Umfang des Projektes, kann kleiner, größer, rechts, links verschoben werden, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das sollte für dich das Ausrufezeichen und Warnsignal sein, hier nochmal eine Einordnung vorzunehmen. Dann könnte sich durchaus geändert haben, wo ihr euch in der Stacy-Matrix bewegt. Ganz übertrieben könnten wir sagen, dann endet dein Projekt und mit dem neuen Scope beginnt ein ähnliches, das daran andockt. Mach dir das durchaus bewusst, dass hier ein Bruch vielleicht sogar gewollt ist, damit ihr effizient weiter unterwegs seid.
Entscheidend ist natürlich auch das Umfeld, gerade wenn ihr viele externe Schnittstellen habt zu Dienstleistern, Lieferanten, Partnerunternehmen, Tochterunternehmen und ihr feststellt, an diesen Schnittstellen ist kein Scrum-Know-how vorhanden oder die arbeiten ganz anders als wir, dann macht es keinen Sinn, dass nur ihr für euch in eurem Unternehmen, Projekt und Team ein Vorgehen definiert, was nicht abgestimmt ist auf den Rest oder anders. Ihr macht Scrum und keiner drumherum weiß, wie Scrum funktioniert. Schlecht. Darauf auf jeden Fall achten und auch an den Schnittstellen über den Modus operandi, wie ihr euch organisiert, das thematisieren, sprechen am besten. Nehmt ihr sie auf diese Reise zur Bewertung in dieser Stacy-Matrix mit. Frag von 0 bis 10, wie klar sind für euch die Anforderungen, von 0 bis 10, wie klar ist für euch die Technologie, der Way Forward, wie wir zum Ergebnis kommen. Und dann trag diese ganzen Xs ein und bring sie alle zusammen und zeig, wie verteilt das Ganze ist. Und schau, wo ihr gemeinsam Verständnis erzeugen könnt, um euch entweder anzunähern oder in einen bestimmten Korridor am Ende des Tages zu landen. Hinzuzufügen ist auch die Managementperspektive. Die Frage hier ist, steht das Management hinter agilen Methoden? Es nützt nichts, wenn das Management nur sagt, ja, wir wollen schneller und effizienter werden, deswegen machen wir jetzt alles agil. So wird es nicht funktionieren. Das sehen wir nachher spätestens, wenn wir über Scrum sprechen. Agile Frameworks sind auf Selbstorganisation aus. Und wenn dann aber von oben immer alles entschieden werden soll, streng hierarchisch gearbeitet wird oder in einer sehr vertrackten Matrix-Situation gearbeitet wird, wo viele das Team managen, dann kann es sein, dass agile Methoden nicht effizient sind. Warum? Gucken wir uns speziell im Fall Scrum mal gemeinsam an. Und da braucht ihr also auf jeden Fall das Management-Buy-in, wenigstens das Okay von denen, die Einfluss auf euer Projekt haben, wenn ihr es agil fahren wollt, dass das auch okay ist mit allen Konsequenzen, die wir betrachten werden im Verlauf des Moduls. Und natürlich das Thema, seid ihr gewillt und die Firma auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen und das Team, das Projektteam inklusive dir mit Trainings, Coachings, Sparringsangeboten, Beratungsangeboten zu helfen, das nächste Level zu erreichen, das Methodenspektrum zu erweitern, sich weiterzubilden, um die ganze Klaviatur hier in der Stacy-Matrix an Methoden auch bedienen zu können. Das heißt, wenn ihr dann identifiziert habt, Kanban wäre ideal als Framework zu nutzen, dass wenn ihr das nicht könnt, ihr euch das aber für die Zukunft drauf schafft oder während ihr das macht, begleitende Trainings euch unterstützen, Coaches und SparringspartnerInnen euch unterstützen, diesen Ansatz auch zu folgen, weil ihr wisst, die Analyse hat ergeben, das ist das Sinnvollste und das Effizienteste. Da also die Bereitschaft auch abklopfen im Unternehmen, die Ressourcen, euer Know-how dorthin zu bringen, nach diesem Framework arbeiten zu können, denn nichts ist schlimmer, als auszurufen, wir arbeiten ab heute Scrum oder im Scrum-Modus und alle haben nur Fragezeichen im Kopf und denken sich, was soll das sein? Wo geht die Reise hin? Ich bin noch nicht an Bord, weil ich habe keine Ahnung, worum es geht. Genau, also ihr wollt nicht mit böhmischen Dörfern enden, sondern mit Klarheit. Und das ist auch das Motto in Modul 3, ich ziehe mich wieder nach hier unten links. Oh, bei dir müsste es rechts sein. Das ist das Motto hier in Modul 3. Wir wollen Agilität entmystifizieren und Schluss machen mit Buzzwords und Hype, sondern Klarheit für dich reinbringen, was Agilität ist, wie das funktioniert, wie die Frameworks darauf aufsetzen und wie das für dich in deinem Projekt funktionieren könnte. Und da steigen wir jetzt einfach mal ein in den Begriff Agilität und was er bedeutet. Bis gleich im nächsten Video.